Gab's was zu gewinnen? Nee, oder? Doch, gucken wir uns gleich an. Oh. Aber die Arena wird ein weiteres Mal umgebaut und im restlichen Verlauf des Tages wird dann die Buhurt zugeteilt. Da versucht man natürlich so ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf Flaggen, auf Banner, sodass dann auf dem Sande streiten. Du darfst Jirudin zusammen mit Jelnan von Dunkelstein und Morkan, genauso wie Rondor dann schon Streitsäcke an der Seite, teilnehmen. Euch werden noch drei Ferkiner zugeteilt, die aus den Bergen gekommen sind. Auch die werden bei der Buhur teilnehmen, was auch immer die dazu treibt. Auf der anderen Seite die, ja, wie soll das dann auch sein, die Meersinger. Reto von Nierenfeld, gemeinsam mit Greif Golder. Varena von Meersing wird denen ebenso zugeteilt. Myria, die wieder bei Bewusstsein ist. Die kämpft und wirklich drei mit? Mordbrenner. Zwei Fragen. Die kämpft wirklich mit? Sie kämpft mit, ja. Du weißt nicht genau, ob sie irgendwie Heiltränke oder sowas hat. Das weißt du nicht. Aber sie kämpft mit. Okay. Zweite Frage. Wo Lutisana ist, ist normal. Wo Varena ist, ist normalerweise Lutisana nicht weit, aber die ist hier nicht zugegen, oder? Ist die woanders eingetragen oder macht die nicht mit beim Behut? Ich muss gerade überlegen. Lutisana, ja doch, wenn du möchtest, dann können wir Lutisana auch noch eintragen. Ja, ich meine, ich habe da eigentlich kein Pferd in dem Rennen, aber. Ja, wobei, eigentlich stand auf der Liste, dass Lutisana kämpfen soll. Es wurde dann irgendein Mordbrenner, wurde ihr dann zugeteilt als Vertretung, weil Lutisana wohl im Kampf gegen den dunklen Grafen, gegen Glukados von Kemet, schwer verletzt worden ist. Habe ich den Kampf gesehen? Den Kampf könntest du dir angucken. Der wird dann am Vortage wäre der noch. Den hättest du dir ja angucken können. Man hat ja ein Auge auf die Konkurrenz. Wie ging der denn so her? Lutisana hat verloren. Das weiß ich auch, wie ja, hat sie verloren. Nee, also ohne viel Federlesens. Lucardus hat einige Schläge eingesteckt und hat dann einen Hieb ausgeteilt und Lutisana ist zusammengebrochen und ja, seitdem lässt sie sich entschuldigen. Sie ist schwer verletzt. Am heutigen Tage wirst du ja noch deinen Kampf gegen Lucardus ausfechten, um den ersten Platz beim Turnier in der Hauptdisziplin. Aber bisher ist Lutisana erst einmal verschwunden. Wie gesagt, sie sollte mitreiten, aber hat sich da entschuldigen lassen und einen Mordbrenner vorgeschickt. War das? In Magie kenne ich mich nicht aus. Ein Hieb, ja? Ein Hieb. War es ein Hammerschlag? Das war kein Hammerschlag. Vermute ich Zauberei, aber ich kann es nicht beweisen. Und ich nehme mir vor, die Magier mal zu fragen, aber vermutlich läuft sich das dann während dem restlichen Turnier erstmal im Sande. Bis ich dann auf einmal auf dem Buchholzplatz stehe und drüber nachdenke. Gut, Buhurt, 7 gegen 7. Ihr reitet aufeinander zu und derjenige, der als letztes noch im Sattel ist, oder das Team, was als letztes noch jemanden im Sattel hat, das gewinnt. Okay. Irgendwelche Vorbereitungen, irgendwas, was du tun möchtest? Du siehst, wie wohl Jelnan und Morkan sich unterhalten und auch in deine Richtung schauen. Rondalan wird sich großherzig, wie er ist, noch ein bisschen mit diesen drei Ferkindern unterhalten und du stehst erstmal am Rande. Es wird mit scharfen Waffen gekämpft. Scharfe Waffen. Vor allem mit Waffen nach unserem Belieben. Also wir müssen keine Schwerter verwenden. Du könntest jetzt auch Lanzen nehmen, aber ansonsten kannst du dir das nehmen, was du willst. Regelfrage nochmal, das ist nicht das übliche Buhurt, wo man sich die Hemdsie abschlagen muss, sondern wirklich das, wo wir uns gegenseitig kaputt hauen. Derjenige, der noch als letztes im Sattel steht. Gut. Dann, ich gehe so halb über den Platz, in Richtung Meersingen-Team. Mhm. Dann wird er so langsamer, bleib stehen, schüttel den Kopf und geh wieder zurück. Mhm. Auf der anderen Seite nicht nur Lutisana fehlt, sondern auch der grüne Ritter. Auch der wollte eigentlich mitreiten, natürlich als Ritter in Anführungsstrichen. Aber auch er wurde ja verletzt. Zwar nicht mal von Lucardus, sondern von dir. Aber das war ja auch im Vortag. Das hat er auch verdient. Ich gehe dann zu Morkan und Jelnan an. Stelle mich neben die beiden, wenn sie sich am Unterhalten sind. So, Nick. Ihr gesellt euch auch also zu uns. Natürlich. Jirudin. Hi. Gut, gut. Wen gedenkt ihr aus dem Sattel zu fegen? Ich blicke nochmal über den Platz.
Nun, Höflichkeit gebietet es wohl, dass ihr euch erst einmal jemanden aussuchen dürft. Das habe ich bereits. Wen denn? Werdet ihr dann sehen. Gut, gut. Gegen wen wollt ihr ziehen? Ein weiteres Mal gegen Varena? Ein weiteres Mal gegen Myria? Kurz erscheint ihre Lektion beim Lanzenretten nicht gelernt zu haben. Ich werde mich wohl um sie kümmern müssen. Ich glaube, um sie wird sich schon gekümmert werden. Wir werden sehen. Glaubt ihr, es ist ein Zufall, dass Varena in dem Team der Mehrsinger ist? Wenn sie sich gegenseitig angreifen wollen, gerät uns das zum Vorteil. Hoffen wir also besser drauf. Wir werden sehen. Funkel nochmal böse zu den beiden hinüber. Also, den beiden Mehrsingens. Dann sehen wir mal, dass wir das Pack aus unserer Stadt vertreiben. Aufgestiegen. Okay, wir fangen wieder an. Sowas wie eine Initiative brauchen wir, glaube ich, nicht. Du kannst dir erstmal einen eigenen suchen, wenn du möchtest. Da würfeln wir dann ganz modular einfach mal und vertiefen uns dann auf deinen Kampf. Das gucken wir uns dann später an. Reitenprobe mit deinem Pferd. Ich sage einfach mal eine plus 4, um loszureiten, um ordentlich Schwung aufzunehmen und dann in Richtung des anderen Teams zu reiten, bis es sich dort trifft. Kurze Frage, ich sehe die Ferkinas noch nicht. Hast du die verdeckt oder kommen die noch? Reitenprobe ist gelungen. Gerade gut. So. Ah, jetzt sind sie da. Ich würfel auch mal eine mysteriöse Reitenprobe. Das sieht auch gut aus. Und ihr könnt euch dann in der Mitte treffen. Es sei denn, du willst irgendwie einen Bogen oder sowas reiten. Ich wäre gerne in der Mitte mitgeritten, also neben meiner werten Verwandtschaft. Gut, dann werde ich einfach mal die beiden Ferkinas nach außen ziehen. Ziehe ich die nach oben. Ja, okay. Ich habe mich jetzt schon nach unten gezogen, so. So, ich werde einfach mal sagen, die Ferkinas werden sich auf die Mordbrenner stürzen. Und da dann sich duellieren. Die haben natürlich keine Lanzen oder so, die werden hier Schwert und Schild gegen Schwert und Schild kämpfen. Und während du auf die Szenerie zureitest, kannst du wohl erkennen, wie Myria von hinten einen Schlag von Varena bekommt. So ein Streitkolben, den sie da wohl hat, und hat sich einen neuen Streitkolben geben lassen, nachdem du ihren eingesammelt hast. Und beginnt jetzt gerade gegen Myria etwas weiter hinten zu kämpfen. Und Myria total überrascht davon. Ich muss gerade mal gucken, ob sie überhaupt auf den Beinen bleibt. Davon ist sie überrascht. Ja, Myria wird das natürlich wieder nicht schaffen. Ich würfel gerade mal den Schaden für den Streitkolben von Varena. Hatte sie noch eine Ogerschelle. Die Ogerschelle habe ich eingesagt. Genau, die Ogerschelle hast du eingesammelt. Streitkolben, das gelingt auf alle Fälle. Standardschaden sein wie 6 plus 4, mit TPKK wahrscheinlich eher 5. Ja, wie gesagt, sie hatte eine KK von 19. Oh, und dann hat sie 7. Ja. Sind schon mal 11 Schaden. Myria fällt wieder in den Sand. Und Varena von Mersing steigt wieder ab. Was möchtest du tun? Ich breche durch. Gut, dann darfst du erst einmal... So, die beiden versuchen erst einmal irgendwie hier euch zu binden. Rondadan geht dann natürlich mit drauf ein, Morkan ebenso und Jelnan macht einen kleinen Bogen. Du möchtest durchbrechen. Ich breche durch. Machen wir eine Reitprobe plus 7. Plus 7? Wollen wir es wissen? Sente reiten plus 7. Oh. Ach, du hast so gute Werte. Das ist gelungen. Siehst du, jetzt kannst du durchbrechen. Ich wehre von links irgendwie noch einen Schlag in einen der Mordbrenner führen will mit dem Schild ab und bin dann durch die Linie. Hebe meinen Streitkolben hoch, rufe etwas Unverständliches und galoppiere auf Varena von Mersing zu. Sturmangriff zu Pferde. Sturmangriff zu Pferde. Varena hatte sich eben, wie gesagt, erstmal um Myria gekümmert, hat dementsprechend ihr Pferd auf Stillstand, wollte gerade absteigen und sieht dich dann. Ah, sie ist noch nicht abgestiegen. Sie ist noch nicht abgestiegen, wollte das gerade tun, aber du bist dran.
Umso besser. Dann Sturm Angriff. kommt jetzt die Rattenprobe. Die ist plus 6. Ich weiß gerade nicht, wie die Ratterverleichterung ist. Gucken wir erstmal, ob es geht. Das geht, ist also uns völlig egal. Und dann kommt jetzt der. Muss schauen, ob er erschwert ist. Ja, die normale Attacke plus 4. Und auch mit dem Stratkolben. Das ist ein Crit. Ja, bestätigt. Ich habe mir keine Ansage mehr reingegeben, was gut war. Schaden. Eine Sekunde, ich muss den berechnen. Ich reite von. Nein, ich glaube nicht, dass ich parieren darf. Also ich reite zwischen ihr und Myrian. Das ist hier. Also sie darf schon parieren, aber sie pariert mit dem Streitkolben, nicht mit dem Schild. Weil du auf der falschen Seite angreifst, oder was? Wie richtig, auf der Waffenseite sind. Ist das regeltechnisch der Fall? Ja, du darfst im Reiterkampf mit dem Schild nur parieren, wenn du von deiner linken Seite attackiert wirst. Okay, dann schauen wir mal. Oder gegen Fernkampf auf den Vorne. Vielleicht kann sie ja ihr Pferd drehen. Mit einer Reitenprobe. Ich mache aber eine Reitenprobe. Sie ist doch gar nicht dran. Sie ist gar nicht dran. Na gut. Und auf der Distanz... Ich meine, sie war gerade am Absteigen und steigt jetzt wieder auf. Du hast recht, dann pariert sie mit dem Streitkolben. Normalerweise hat sie mit dem Schild eine 21. Dann gebe ich ihr mal mit dem Streitkolben 4, 6 weniger sind 14, 15. Denkt schon, dass der Streitkolben minus 1 als Waffenmodifikator hat. Ja, dann sind wir bei 14, 14,5 ist eine 7. Dann kannst du Schaden machen. Nicht. Meine, die Geschwindigkeit eines galoppierenden Tobimora-Falben ist 12, davon nehmen wir die Hälfte, haben wir also die 6. Und der wird. Krieg ich noch mal eine Ansage? Scheinbar nicht. Was meinst du mit einer Ansage? Normalerweise kriegst du beim Sturmangriff deine 4er-Erschwernis auch direkt als Schadensansage bei, aber hier scheinbar nicht. Entsprechend kriege ich einfach nur 6 auf meinen Schaden oben drauf. Irgendwie, du kriegst 2 dabei wegen vom Pferd aus, ne? Ich danke! Ich kriege natürlich 2, weil ich. Nein, kriege ich nicht. Ich würde 2 kämpfen kriegen, wenn ich gegen einen Fußkämpfer angehen würde, aber Verena sitzt noch im Sattel. Achso. Ja, dann habe ich einfach nur die plus 6 auf den Schaden. Dann kriegen wir die 20. Verdoppelt. Und ich glaube, Verena von Mersing ist einen Chip ärmer. Wow. Ja, den wird sie ausgeben müssen. Verena von Mersing verbrennt ihren Schicksalspunkt, den sie hat, weil sie ein meisterhafter NPC ist und du stürmst heran. Was hast du? Ein Streitkolben? Ein Streitkolben. Streitkolben. Rammst ihn ihr in den Bauch. Sie wird, ihr wird die sämtliche Luft aus dem Bauchraum gedrängt, vom Pferd gehoben, ebenso wie Myria. Ihr Bauchraum reißt auf. Blutsprudelnd geht sie dann auch wieder ein paar Meter entfernt von ihrem Pferd getragen. Auf den Sand der Arena und bleibt liegen. Wie tot. Wie tot. Wichtig. Nicht tot, sondern wie tot. Und dann kannst du erkennen, wie Pferdegetrappel von hinten zu hören ist. Ich wende generell erstmal mein Pferd. Ich werde wohl ein wenig übers Ziel hinausgeschossen sein. Machen wir eine Reitenprobe, um dein Pferd zu drehen. Das ist jetzt wichtig. Und dann kommt der Sturmangriff von Jelnan in deinen Rücken. Nicht in meinen Rücken, ich habe das Pferd gedreht. Die ist. Oh. Was für eine Rüstung trägt er? Das hat er geschafft, klar. Das hat er geschafft? Naja. Von welcher Seite reitet er an? Links, rechts? Eben wollte er einfach nur in deinen Rücken, jetzt hast du gedreht. Wie rum hast du dich denn gedreht? Ich habe mich. Naja, so gedreht, dass ich jetzt. Ich kann das hier markieren, war das Steuerung? Set Facing, so. Dass ich jetzt so wieder stehe. Also ich wollte um 180 Grad und ich wollte eigentlich zu Verena zurück. Vermutlich so einen kleinen Bogen gemacht. Er wollte eigentlich dir so in die Seite reinreiten und wenn du dann den Weg so rumsetzt, dann wird er eben auf deiner rechten Seite angreifen, also auf deinen Schwertarm wird er angreifen. Ja, auf der Seite. Dann muss er eine Reitenprobe machen, nicht über Verena zu stürzen. Ich finde das. Ich glaube, er könnte sie auch niedertrampeln. Das ist egal. Sie hat den Schicksalspunkt verbrannt. Aber wenn er sie niedertrampelt, muss er eine Rettenprobe schaffen. Ach, er reitet jetzt auf dich zu. Er hatte ja die ganze Zeit dich als Ziel. Naja, gut. Er hatte dich von vornherein als Ziel. Sehen wir es mal nicht so eng. So, ich würfel jetzt einfach mal die Attacke. Erschwert um 4. Das schafft er. Dann muss ich diese wohl parieren mit meinem Streitkolben. Genau. Ich sehe ihn noch gerade rechtzeitig, wie er auf mich zukommt. Schild kriege ich nicht mehr rum, Streitkolben einmal hochgerissen.
Und auch mit der Zweierschwernis, die ich hier nicht eingetragen habe, ist das gelungen. Ja, gut. Die Waffen prallen aneinander. Sie wird mir vermutlich gegen die Brust gedrückt, aber die Rüstung fängt halt den Rest der Wucht ab, die ich noch habe. Und dann sind wir aneinander vorbei. Dann kommen wir beide noch sonderlich weit voneinander, oder wenn wir uns jetzt nochmal mit einer Rattenprobe orientieren, sind wir dann im Nahkampf? Er reitet, wie gesagt, mit voller Wucht nochmal an dir vorbei und muss dann sein Pferd ebenso drehen. Du müsstest es drehen. Ihr könntet euch dann wieder begegnen. Dann würde ich sagen, wir begegnen uns einfach mal. Ich brülle noch, Verräter! Und gehe ihn an. Warte, das ist falsch rum. Wir müssen wohl auf der Waffenseite sein. Sei denn, er möchte mich mit seinem Schild bekämpfen. Das ging wohl. Gut. Dann gehen wir jetzt in den Nahkampf. Ich glaube, jetzt können wir die Initiative mal würfeln. Das ist eine unerschwerte Rattenprobe. Denk an seinen... Gott. Nee, das kommt nicht. Kannst du vergessen. Weg, weg, weg. Seine... TR4 Stern oder halben TR4 Stern? Lass mich nachsehen. Ihr hattet euch ja schon einmal während Schwert und Schild begegnet. Da seid ihr euch begegnet und da hattest du ihn ohne viel Federlesens besiegt. Er hatte auch wenige Worte mit dir ausgetauscht und hat wieder nur gemurmelt, vor allem mit Morkan. Keine Familienehre. Er darf sich seine halben THP-Sterne. Ich weiß nicht, wie sein Rattenwert so ist. Er wird sowas haben wie 14. Dann darf er sich 7 Punkte auf seine Inni-Basis addieren und da sind wir dann. So. Das ist meine 21. Wie viel Behinderung hat er? Er ist leicht oder mittelgerüstet, also wird er wenig Behinderung haben. Er ist, wie gesagt, kein schwer gepanzerter Ritter, sondern er kämpft dann verräterisch mit dem Dolch im Rücken und so. Denn sein Inni-Abzug durch die Behinderung ist, da wir zu Pferde sind, halbiert. Ich kriege zum Beispiel einen Punkt Abzug. So, wo ist deine Ini? Wie bitte? Wo ist deine Ini? Meine Ini, warte kurz, ich muss noch am Rechnen. Ich habe einen 16er Basis, da kommt halbiert 2 von der Rüstung runter. Da kommen 13 halbe, 7,5. Ne, 7 drauf. 13 halbe. Dann sind wir bei 14 plus 7, 21. Oh, hey, hi. Beide auf der 29? Ja, sind wir in bester Gesellschaft. Na gut. Okay, deine Inni-Basis ist höher, du dürftest... Nee, gar nicht, er hat auch eine... Wir haben beide, ja, sind wir beide ich gleich. Ich habe eine 16 als Basis. Ja, er auch. So, dann mache ich zuerst, weil ich Spielercharakter bin, ist ja klar. Ja, genau, mach. Ich bin nicht ganz sicher, was für Manöver ich auf dem... Achso, ja. Die ganz normalen. Fangen wir seicht an und beginnen mit einer Sechserfinte. Sechserfinte. Och, würde klappen. Also direkt, wir sind noch nicht ganz angehalten. Da schwinge ich ihn bereits auf seiner Kopfhöhe und versuche an seiner Verteidigung vorbeizukommen. Das muss ich ja mit dem Streitkolben parieren, ne? In der Tat. Denk dran, dass du den Abzug durch den Schild trotzdem kriegst. Quark, du kriegst keinen Abzug. Wir sind ja nicht in der Attacke. Dann macht es ja Sinn, wenn ich nicht pariere mit dem Streitkolben. Ich mach mal Gegenhalten. Gegenhalten plus 4 plus nochmal 4 mit der Finte. Nee, 6 mit der Finte. Super, nicht geschafft. Nicht geschafft. Dann kriegt er einfach mal vollen Schaden. Was nicht viel ist, sind gerade nur 10. In seinen leicht gerüsteten doppelten Kopf. 20. Boah, ich habe ein Glück heute. Ey, die nächsten 3 Wochen werden so beschissen, weil mein Glück alle weg ist. Benutze ich einen Shippy? Hat er einen? Jelnern, klar. Hat er noch einen oder habe ich ihm den schon weggeprügelt? Nee, den hatte ich ja für den Kampf nicht ausgegeben. Würfel mal. Wir wollen hier fertig werden. Ja, komm, würfel mal den Kopf neu. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay, gut, dann halt das richtige Bein. Meine Attacke ist durch. Ich hatte gegengehalten. Du hattest einmal einen Angriff gemacht. Damit bin ich noch dran. Zweimal hast du noch. Einmal Streitkolben. Achso, richtig. Dann hätte ich gerne inklusive dem Vierer umwandeln einen Zweierwuchtschlag. Ich habe immer noch eine Erschwernis.
Ich würde einfach ganz normal parieren. Ja, ich habe noch die Ansage, die nicht gekriegt. Du kannst nicht parieren, du hast keine Aktion mehr. Warte. Doch, natürlich hast du noch eine. So, hast noch eine, sorry. Aber die ist um 4 erschwert, weil er umwandeln muss. Umwandeln plus 4. Dann bin ich bei einer 9. Dann nochmal mein Gegenhalten. Das ist nochmal eine plus 4. Nochmal plus 4. Bin ich bei einer 13. Startkörper hat WM minus 1 auf die Parade, ja? Ja, dann wäre das noch geschafft. Hm, gut. Neue Runde, neues Glück, schätze ich. Gut. Du kannst erkennen, wie ein neues Pferd heranprescht. Wer? Mokkan. Ah, jetzt wollen wir es wissen. Jetzt wollen wir es wissen. Ich wende. Also ich möchte so an Jelnan vorbei. Dann willst du dich aus dem Kampf lösen, dann kriegst du erstmal... Nein, ich möchte mich nicht aus dem Kampf lösen. Ich möchte einfach nur so an ihm vorbei. Dann ist das eine Reitenprobe und die kostet sich 2 Aktionen. Willst du es? Nee, will ich nicht. Du kannst dich nicht einfach bewegen. Ja, ich merk's gerade. Nicht einfach so, nicht einfach mit Pferd. Ja, du hast recht. Ich merk's gerade. 3, 2... Nein. Ich wende das Pferd auf der Stelle. Gut. Wendest es auf der Stelle. So. Reitenprobe. Eher so. Trotzdem Reitenprobe. Ja, ich will nur die Richtung so. Gut. Reitenprobe kriegst du, die ist überhaupt kein Problem. Super, das sollte kein Problem sein. Da kriegst du jetzt trotzdem von Jelnan 2 Attacken. Warum? Ja, weil er kann umwandeln. Die eine ist, ich muss gerade überlegen, Wuchtschlag 4 und umgewandelt nochmal ein Wuchtschlag plus 4, also einmal eine plus 4, einmal eine plus 8. Okay, den ersten möchte ich parieren. Den kannst du nicht parieren, du hast gerade geritten. Also das dann trotzdem. Das kostet 2 Aktionen. So, das ist der erste Wuchtschlag plus 4. Und jetzt kommt nochmal ein Wuchtschlag plus 4 mit Umwandeln. Das schafft er nicht. Da kriegst du jetzt erstmal 1W6 plus. Plus 4 sind 6, plus sind 10. Achso, er hat die PKK. Er hat auch einen Wuchtschlag. Ja, das sind 4. W6 plus 4 sind 8. Also insgesamt 10, sorry. Ich dachte, du meinst plus 10 auf die 2 nochmal drauf. So, 10, Trefferzone. Ja, musst du ich dir geben. Bin ich schon dran. In das linke Bein, da kommt sogar Schaden durch. Gut, dann gar nicht mal wenig. Die Reitenprobe von Mokkan. Das ist nicht gelungen. Dann kommt jetzt meine Reitenprobe erstmal. Um die 2 erschwert ist. Du hast doch schon eine Reitenprobe gewürfelt. Muss eine Reitenprobe machen, um mich im Sattel zu halten. Ach so. Denn ich habe Schaden erlitten. Das haben wir gerade bei Dings auch vergessen. Aber ich halte mich sehr souverän im Sattel. Gut, dann steht jetzt Mokkan vor dir und Jelnan steht vor dir. Sorry, kleine Korrektur, die wäre um die 10 erschwert gewesen, nicht um die 2, aber die ist trotzdem geschafft. Genau, plus minus 0, ne? Nee, gar nicht. Nee, ist eine 2 übergeschafft. Ja, okay. Gut. Nächste Kampfrunde. Ich zieh ihn mal ganz kurz ein bisschen hier rüber, damit die Seiten deutlicher werden. So. Dann rechts hau ich Mokkan einfach vom Sattel. Machen wir eine 6er Finte. Achso, warte. Ja, genau, da muss ich jetzt gleich drauf achten. Wenn du ihm in der Seite zuwand stehst, dann ist seine, zumindest der von Jelnan, ist nochmal erleichtert um, in der Seite sind 3. Ja, nehme ich. Wird bei der 18 ist das noch egal, aber jetzt für die nächsten. So, ich wandle um, 4 Attacken auf dich. Also 2 von jedem. Genau. Okay, gut. Dann sparen wir uns die Finte, gebe ich Mokkan erstmal 6er Wuchtschlag. Das sieht gut aus. Gelungen, jetzt in die Trefferzone. Schildarm. Leider nur Schildarm und, sorry, das war der andere Töpfender, ich mach's nochmal. Ja, ich war grad. Oh nein! Das sind immer noch die 20 Punkte. So, kurz bevor er angreifen kann, er hebt die Waffe vermutlich einen Moment lang zu lange. Direkt rein ins Gelenk. Schafft er eine Reitenerschwert um die 20? Um die 20? Nee. Reiten plus 20 schafft er nicht. Treibt den Schaden ein und fall vom Gaul. Warte, ich will vorher die Initiative von Mokkan bestimmen. Nee, gut, dann kann er nicht angreifen. Die wird nicht gewürfelt. Die Initiative von ihm. Also, du würfelst keinen W6 für die Ini. Du machst nur die Reitenprobe. Ja, gut. Wird er trotzdem nicht schaffen. Alles klar, dann ist er schon mal runter. So, W6 plus 4 SPA. Ja, stimmt, du hast recht. Ist egal, passt. Liegt am Boden. Und jetzt kommt die erste Attacke. Erleichtert um 3. Ich sag mal einen Wuchtschlag an. Von Jelnan.
Erstmal 3 und dann nochmal 4, Wuchtschlag 7. Kein Problem, ist pariert. Musste gar nicht würfeln. Du hast jetzt ja ein Großschild. Er ist auf meiner linken Seite. Ich habe extra gewendet. Du hast recht. Dann kann er nochmal einwürfeln. Ich muss ihn trotzdem einmal würfeln, er kann patzen. Ja, stimmt, du hast recht. Er hat nicht gepatzt, dann kommt noch einmal der Angriff von hinten. Er ist einmal erschwert um 4. Dann ist er erleichtert um 3. Ich sag nochmal einen Wuchtschlag 4 an. Ich pariere nochmal. Junge, ey. Ist sogar ein Crit. Das heißt, ich habe noch eine Aktion. Nein, du hast eine Parade aufgespart und dadurch, dass du mit dem Schild pariert hast, darfst du eine weitere Parade nicht umwandeln. Ja, du hast recht. Also ich habe technisch gesehen auch eine Parade, aber die nützt mir halt nichts. Genau, weil er in dieser Runde nicht mehr angreifen kann. Gut. Morkan ist vom Pferd. Keine Gnade gegen Morkan. Ich trampel ihn nieder. Also mit dem Pferd. Ich möchte auf ihm rumtrampeln. Autsch. Dann sag mal eine Reitenprobe an. Ja, sag, ich will nur kurz die Schwerne raussuchen im WDS. Kannst du machen? Es ist eine Rattenprobe gegen die 6. Talent. Und weil dich ein... Die ist noch nicht eingetragen. Die ist in der Tat nicht gelungen. Ich möchte gerne... wenn ich jetzt meinen Chip ziehe, habe ich nachher keinen, ja? Natürlich nicht. Gut, dann kann ich mein Pferd einfach nicht zum Angriff bewegen. Gut. Und das waren 2 Aktionen. Das heißt, Das ist eine Aktion. Hm? Talentproben? Ja, ich muss eine Aktion Position aufwenden, um das Pferd zu kontrollieren. Also im Wege des Schwerts auf Seite 104 rechts unter Hufschlag und Trampeln nachlesen. Ist da nur eine Aktion Position? Ja. Yep. Ich kann währenddessen das Pferd nicht bewegen. Also ich habe ihn immer noch auf meiner linken Seite. Ja, dann kommen wieder 2 Attacken von Jelen an. Wieder erleichtert um 3. Ich mache wieder Wuchtschläge. Wuchtschlag 6. Für den ersten. Das geschafft. Pariert. Auf die 20. Wettkampf. Ja, und eine Finte 6. Jetzt kommen wir woran. Denk dran, dass er einer wenn es mit drauf hat und das nicht schafft. Nicht geschafft. Nächste Aktion. Du bist dran. Trampeln wir nochmal. Trampeln. Die 6 Erschwernis. So, ich hab's schon eingetragen. Wie schön. Ist gelungen. Dann darf mein Pferd jetzt angreifen. Das greift auf die 12 an. Ja, das schafft es. Trampelschaden. Und zwar ist das der normale Hufschlagschaden, der dann aber verdoppelt wird. Ich würfel also den Huftrittschaden aus. Der wird verdoppelt? Aua! Ja, weil etwa... Mein Pferd wiegt eine Tonne, das weißt du. Ja, mit dem zusätzlichen 1000... Gestechrüstung und so einem Blödsinn. Nee, das wiegt 1000 Kilo ohne Reiter. 24? 24 in den Kopf. Nicht verdoppelt. Aber Jelnans Helm wird vermutlich gerade zerdrückt wie eine billige Blechdose. Sorry, Morkans. Ja, 2-mal. Nee, wird verdoppelt, nicht 2-mal. Ja, nein, ich überlege jetzt 2 Angriffe wieder von Jelnan. Ich sag mal eine Finte an. Hier? 6. Finte 6. Mach mal, Parinder weg. Bitte, ich werde das noch nicht eingetragen. 11, geschafft. Und nochmal eine Finte. Wie viel? Wieder eine 6. Wie eine 7er Schwernis. Ist die nicht angekommen? Oh, ich habe eine 17 gewürfelt, aber die ist nicht angekommen. Ja, die hat 16 aber. Pariert. Gut, Morkan gerade unter meinen Hufen verendet. Oder auch nicht, ich weiß nicht, ob er ein Schiff hat. Lassen wir mal offen. Grinse ich Jelnan an und nehmen wir den nächsten dreckigen Verräter vor. Jetzt gibt's keine Gnade mehr. Ich wende mein Pferd. 2 Aktionen. Bin kein Fan von der 2-Aktionen-Regelung, aber lassen wir es mal. Reitenprobe wäre geschafft. Dann drehst du dich wieder in seine Richtung? Ja. Und ich wende einfach auf der Stelle. Ja.
Also es ist nicht mehr um 3 Punkte erleichtert, nicht mehr von hinten der Angriff. Ich sag wieder eine Finte 6 an. Also mich kostet das 2 Aktionen. Es dauert nicht nur 2 Aktionen, das kostet mich auch 2 Aktionen, oh, ja? Oh Mann. Kann ich mal ordentlich würfeln? Du bist dran. Ordentlichen Würfel habe ich gepachtet. Wenn ich dran bin. Er hat schon sowieso seine eine Aktion hast du noch. Ja. Wurfschlag, also ja doch, Wurfschlag, Zweier. Ne, 3 Wurfschlag, 2er Finte. So. Ja, die kann man kombinieren, ich habe extra nachgeschaut. Auf dem Reiten regeln oder wie? Nicht im Reiten regeln, die kann man ganz normal kombinieren. Gut. So. Ich mache eine ganz normale Parade, es erschwert um 5 und nochmal zusätzlich um die Erschwernis, die ich eben hatte. Also die 6. Also die 11, also ist das nicht geschafft. Nee. So, hatte ich einen 3 Wurfschlag oder einen 3 Finte angesagt, Johnny? Ich hab nicht zugehört. Dann sagen wir halt im Zweifel gegen den Angeklagten und den 2er Wurfschlag. Das sind gerade mal die 15. In gerade mal den Torso. 15? Mhm. Das heißt, er muss jetzt eine Reitenprobe plus 15 machen? Er leichtert um die Hälfte, wenn er Reiterkampf hat. Hat er. Dann gegen die 7. Gegen die 8. Ja, das schafft er. Dann ist er dran. Nächster Kampfrunde, er hat schon pariert. Dann sind wir dran und ich fange an. Komm. 6er Finte. Irgendwann muss ich es ja mal nicht schaffen. Aber nicht heute. Oh, 6er Finte. Mhm. Ja, dann mach Schaden, ich war nur um. Alles klar, das hätte ich gerne vorher gewusst. Ja, ist mir doch egal. Dann nimm halt die 14 in den Torso. Ja. In den Torso. Ziehe wieder Rüstung ab. Ich mache erstmal die Reitenprobe. Hat er wieder geschafft. Und dann kommt mein Umwandeln. Das ist so schön, dass die Finte umsonst war. Ich mache aber auch eine Finte 10. Ja, die ist auch umsonst und ich nehme den Schlag. Ja. Gut. Du hast noch eine Aktion. Ich habe noch eine Aktion. Du bist dran. Ich bin dran. Dann mit der 10er Finte und dem 4er Umwandeln. Ich hätte ganz gern die 6er Meisterwaffe. Nein, ich pariere auf die 15. Das können wir uns schön schenken. Ich meine, auf die 16, das können wir uns trotzdem schön schenken. Du parierst? Ich. Also, ich würde dann jetzt auch erstmal eine Aktion Position machen, um meine Erschwernis abzubauen. Nö, dann wird nicht pariert. Dann hauen wir ihn um. Du hast ja Kampfgespür, ne? Fuck, hab ich nicht. Scheiße. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich darf nicht. Er darf sich positionieren und ich kann nichts tun. Okay, Aktion. Nächste Kampfrunde. Wieder 2 Aktionen für jeden. Ich lasse ihn erstmal kommen. Gut, dann Finte. Finte 10. Okay. Heute nicht. Rückschlag 5. Gelungen. Parade. Muss ich nicht so sagen, oder? Ich weiß nicht, was heute los ist, aber. Vielleicht habe ich jemanden bezahlt, um in deine Wohnung einzubrechen und nachts dein Tool gegen ein gutes Haus zu tauschen. Ja, beschreib die Situation, hast den Kampf gewonnen. Kannst einen Boden gewinnen. Jalan und Jelnan fechten da ein wenig. Von oben sieht das nicht sehr spektakulär oder sehr effektiv von nahen der beiden Seiten aus, obwohl es allen halben Mal ein sehr lautes Scheppern gibt, als ein Rüstungsteil getroffen wird. Und dann, irgendwann nach einigen Treffern, scheint die Jelnan einfach genug zu haben. Fällt er vom Pferd? Er fällt nicht vom Pferd, oder? Ach, bestimmt. Irgendwann wird er vom Pferd fallen. Jetzt. Scheint die Jelnan einfach genug zu haben. Er hängt schon sehr in den Seilen. Ja, dann holt nochmal aus, gibt ihm nochmal einen mit und er rutscht dann leicht seitlich, versucht sich im Hals seines Pferdes festzuhalten, das dann auch in die Richtung schon abzieht, also hier so ein bisschen nach links. Rutscht da dann nach 3-4 Schritten runter in den Sand. Bleibt nicht sehr lange liegen, rappelt sich direkt wieder auf. Und wird dann wohl den Arm heben, da er nicht das Schicksal seines Vettern teilen möchte. Möchtest du Rondradan von Streitsäck helfen gegen die anderen beiden weißen Ritter? Ich muss nicht die Selbstzucht, aber die Arroganz würfeln. Ja. Ich würfel das nicht mehr aus, wir werden dann gleich auf sein. Rondradan ist meiner. Oh, also nein. Genau, also ist das so die Frage. Möchtest du Rondradan, dem bösen schwarzen Ritter, dem Grafen von Sokromo, möchtest du ihm helfen gegen die beiden weißen Ritter, also gegen gute, pereine Pfotener Ritter? Immer noch so.
Die Mondbrenner und die Felkina sind alle drei raus, nehme ich an jeweils. Ja, die kannst du einfach rausnehmen. Ich rate hin. Ich lasse die in Ruhe kämpfen. Und dann haue ich Rundranan um. Das heißt, Rundranan würde erstmal verlieren, wenn du jetzt nichts. Kriegt der einen von den beiden raus? Wenn du möchtest, ja, aber wenn du ihm nicht hilfst, dann wird der zweite ihn eben besiegen. Das ist okay, ich warte, bis der erste raus ist und dann reite ich ran und haue erstmal Rundranan um. Es bleibt jetzt entweder Reto oder Greif Golda bleiben übrig. Reto, lass Reto übrig bleiben. Ja, okay. Das heißt, du möchtest ihm dann doch helfen. Bei Drachsüchtigen kannst du ihm gar nicht helfen, weil er dich verraten wollte. Richtig, pass auf. Also, Rondranan von Streitsich ist auf meiner Seite. Ja. Er kämpft gerade gegen Greifgold und Reto. Beide, ich lasse die beiden kämpfen, bis er, sagen wir einfach mal, Greifgold rausgehauen hat. Greifgolda. Das wird er wohl noch schauen. Oh, Greifgolda, ich sehe es jetzt erst. Gut. Greifgolda rausgehauen hat. Alles klar. Dann reite ich von hinten an und gebe ihm das, was Dunkelsteiner verdienen, denn ich hau ihn einfach vom Pferd. Er ist ein Streitsich. Also mir egal, er ist ein Dunkelsteiner-Team. Okay, mitgehangen. Das heißt, du besiegst deinen eigenen Mitkombatant. Gut. Orkan, Jelnan, Rondradan, egal, weg. Und, also okay, dann erst einmal Rondradan weg rausführen. Und danach möchtest du gegen Reto reiten. Dann blicke ich Reto erstmal an. Kreise ihn ein bisschen. Wenn er mich nicht angreift, möchte ich ein paar Worte wechseln. Würde ich angreifen, natürlich. Ihr seid gerade in der Burut, da gibt's jetzt erstmal keinen Dialog. Ja, ihr sehen könnt, dass wir uns jetzt noch zwei Aktionen angucken. Gut, dann lass mich angreifen. Ich hebe meine Angriffsaktion zum. Also kann ich so wenden, dass ich ein Schild zu ihm habe? Kannst du machen. Also du kannst ihn jetzt auch besiegen. Das wirst du ja schaffen. Ich will ihn aber nicht besiegen. Okay. Ich gebe mal eine Angriffsaktion zum Reden auf. Okay, dann mach das. Ich habe gesehen, was ich mit den Dunkelsteinen angemacht habe. Gebt Daumen für das teilt ihr Schicksal. Er schaut ein bisschen verwirrt jetzt zu dem am Boden liegenden Rondradan, zu Greif Golda, schüttelt mit dem Kopf. Ja, Alan, ihr seid verachtenswürdig. Ich will euch nicht vom Pferd hauen müssen, aber ich werde es tun, wenn ich muss. Ich werde euch melden. Dann hebt er seinen Arm und gibt auf. Also die Waffe sinken. Wende mich zur Tribüne. Reite nochmal eine große Runde um das ganze Feld. Ruf nochmal in die Menge. Hi Glorana! All dem Hause Pavi! Spucke auf den Boden und reite vom Platz. Beshirasha hebt sich, klatscht laut. Die anderen, die oben sitzen, werden ebenso applaudieren, auch wenn sie verwirrt sind, aber wir sind immer in einer Stadt von Blackeratz und du kannst auch merken, wie Gaius, Cordovan, Eslam, Galotta sich leicht mit der einen Hand auf die andere schlägt und nicht wirklich belustigt, aber zufrieden. Er ist zufrieden, auch wenn du seinen eigenen Grafen da umgeklatscht hast. Er ist auf alle Fälle interessiert an dir. Und damit, das ist nichts Gutes. Damit beenden wir das Ganze hier.